Die Top 10 schönsten Schlösser und Burgen in Deutschland. Ritter, Prinzen und Prinzessinnen oder vielleicht Drachen, Vampiren oder Gespenster. Schon in den Kinderzeiten hatten Burgen und Schlösser etwas wahrhaft Faszinierendes. Aber auch im Erwachsenenalter sind Schlösser und Burgen ein beliebtes Ausflugsziel. Deutschland ist reich an diesen prächtigen historischen Bauwerken. Mehr als 25.000 Schlösser und Burgen zählt man hier. Für Ausflüge hat man die Qual der Wahl. In diesem Video zeigen wir euch die schönsten Burgen und Schlösser aus ganz Deutschland. Los geht's! Platz Nummer 1, Schloss Neuschwanstein. An der Spitze der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Deutschland und eine der beliebtesten in Bayern steht das Schloss Neuschwanstein. Das Schloss Neuschwanstein mit verspielten Türmchen und Zinnen steht bei Flüssen in südlichen Alpen und wirkt wirklich wie ein Märchenschloss. Schloss Neuschwanstein wurde für den bayerischen König Ludwig II. Seit 1868 errichtet. Ludwig II. Ließ Schloss Neuschwanstein nicht als Repräsentationsbau oder zur Machtdemonstration erbauen, sondern ganz nach seinen Vorstellungen ausschließlich als seinen privaten Rückzugsort. Für ihn stellte Neuschwanstein das perfekte Ideal einer mittelalterlichen Ritterburg dar. Noch vor der Vollendung der Bauarbeiten verstarb König Ludwig II. Am 13. Juni 1886. Kurz nach seinem mysteriösen Tod wurde Schloss Neuschwanstein bereits für Besucher geöffnet und hat sich im Laufe der Jahre für viele zum Wahrzeichen Deutschlands oder zum 8. Weltwunder entwickelt. Heute kann man hier ein Schlafzimmer im neugotischen Stil, ein Wohnzimmer mit original erhaltenen Möbeln und den reich verzierten Thronsaal besichtigen. Schloss Neuschwanstein ist so schön, dass sogar Walt Disney es im Jahre 1923 für sein Logo inspirierte. Auch in jedem Disney-Park steht eine Version dieses Schlosses und fast originalgetreu nutzte Walt Disney die Vorlage für seine Filme Cinderella und Dornröschen. Heute ist Neuschwanstein mit 1,5 Millionen Touristen pro Jahr und mit durchschnittlich 6.000 Besuchern pro Tag, um sich einmal wie im Märchen zu fühlen. Schloss Neuschwanstein ist nicht nur eines der schönsten Schlösser in ganz Deutschland, sondern zählt auch zu den schönsten Burgen und Schlössern in Europa. Platz Nummer 2, Schloss Moritzburg. Das in der Nähe zur Kulturmetropole Dresden gelegene Barockschloss Moritzburg verzaubert schon seit Jahrhunderten seine Gäste. Das ist ein schöner Palast auf dem Wasser. Mit dem Ufer verbindet das Schloss nur eine schmale Bahn. Wenn man Moritzburg vom Ufer sieht, gibt es den Eindruck, dass er über dem See schwimmt. Herzog Moritz von Sachsen ließ sich das wohl schönste Wasserschloss Sachsens 1542 als Jagdhaus errichten. Ab 1723 ließ August der starke König von Polen und Kurfürst von Sachsen das prachtvolle Schloss zu einem repräsentativen Jagd- und Lustschloss umbauen. Zu den Highlights im Inneren zählen außerdem das berühmte Federzimmer Augusts des Starken. Beeindruckend sind auch die bemalten Gold-Leder-Tapeten sowie die Jagdtrophäenausstellung. 1972-1973 diente das Schloss als Filmkulisse für das deutsch-tschechische Kultmärchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel sowie im Jahr 2018 für den Hollywood-Film Drei Engel für Charlie. In den Wintermonaten findet jedes Jahr eine Winterausstellung zum Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel statt. Das Schloss Moritzburg bei Dresden ist wohl eines der schönsten Wasserschlösser Sachsens. Platz Nummer 3, Schweriner Schloss.
Das Schweriner Schloss ist das Wahrzeichen der Stadt Schwerin und eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Es befindet sich in romantischer Lage auf einer Insel im Schweriner See und mutet wie ein Märchenschloss an. Das Schloss ist ein in einem tausendjährigen Prozess historisch gewachsenes Bauwerk. Seine heutige Gestalt erhielt es durch Um- und Neubauten von 1843 bis 1857. Das Schweriner Schloss gilt als bedeutendstes Bauwerk des romantischen Historismus in Europa. Es gehört mit den einstigen Herzogsschlössern von Güstrow, Ludwigslust und Neustrelitz zu den Hauptresidenzen in Mecklenburg. Aufgrund seiner romantischen Erscheinung wird das Schweriner Schloss auch als Neuschwanstein des Nordens, Cinderella-Schloss und als Märchenschloss bezeichnet. Diese Anlage und davor der riesige Schlossgarten machen das Schloss Schwerin zu einem wahren Märchenschloss und einer absoluten Top-Sehenswürdigkeit. Platz Nummer 4, Schloss Charlottenburg. Mit dem Gebäudeteil Altes Schloss und dem neuen Flügel ist Schloss Charlottenburg die größte und bedeutendste Schlossanlage der einstigen Kurfürsten Brandenburgs, preußischen Könige und deutschen Kaiser und von insgesamt 7 Generationen Hohenzollern. Es wurde von 1695 bis 1791 in mehreren Abschnitten im Stil des Barock, Rokoko und Klassizismus erbaut. Benannt ist es nach Sophie Charlotte, der Frau von Preußens erstem König Friedrich I. Das Schloss bietet neben einer Einführung in die Dynastie der Hohenzollern originalgetreu eingerichtete Räume und Säle sowie Kunstsammlungen. Das Schloss Charlottenburg ist eine beliebte Sehenswürdigkeit und die bedeutendste Schlossanlage Berlins. Platz Nummer 5, Burg Hohenzollern. Eindrucksvoll thront die Burg auf einem 855 Meter hohen Gipfel und überblickt das umliegende Tal. Die erste Burganlage an dieser Stelle stammt vermutlich aus den Jahren um 1000. Die heutige Burg entstand hingegen im 19. Jahrhundert. Ihr Ursprung geht die Familie der Hohenzollern zurück, aus der unter anderem auch die Könige von Preußen sowie die deutschen Kaiser stammen. Noch heute befindet sich die Burg in Privatbesitz. Aber im Rahmen einer Führung kann man Burg Hohenzollern besichtigen. Die Innenräume der Burg werden heute als Museum genutzt. Sie zeigen die Geschichte des Bauwerkes und die Familiengeschichte von Hohenzollern. Ein großes Highlight ist die Schatzkammer, die einige wertvolle kunsthistorische Gegenstände enthält. Mit ihren vielen Türmen und spitzen Dächern sieht die Burg Hohenzollern wirklich aus wie eine Burg aus einem Märchenbuch. Man könnte fast Hogwarts vor sich zu sehen, oder? Platz Nummer 6, Reichsburg Cochem. Hoch über dem Moseltal thront die Reichsburg Cochem auf einem Berg und bietet so schon von weitem einen fantastischen Anblick. Die ursprüngliche Burg wurde um 1100 erbaut und diente damals als Zollburg. Nach ihrer Zerstörung im 17. Jahrhundert wurde sie im Stil der Neugotik neu aufgebaut. Als denkmalgeschütztes Schlossensemble beherbergt die Reichsburg Cochem heute ein Museum, das die im Stil des Neobarocks und der Neorenaissance gestalteten Räumlichkeiten und wertvolle Relikte aus der Geschichte der Burg zeigt. Mit ihren vielen Erkern und Türmen ist der Reichsburg Cochem das Hauptwahrzeichen der Stadt. Platz Nummer 7, Schloss Sanssouci. Die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Potsdam, Hauptstadt von Brandenburg, ist ohne Zweifel der Schlosspark Sanssouci. Erbaut wurde es durch preußischen König
Friedrich II. In der Zeit zwischen 1745 und 1747. Hierbei handelt es sich um ein wunderschönes Schloss, das aus der Zeit des Rokokos stammt. Sanssouci bedeutet ohne Sorge. Das war ein Ort, wo Friedrich II. Seinen Problemen entkommen konnte. Friedrich der Große hat sein Sanssouci so sehr geliebt, dass er sich und seinen geliebten Bologneser-Hund hier sogar begraben lassen wollte. Ein Wunsch, der ihm erst 1991 erfüllt wurde. Das Schloss liegt inmitten eines Parks, der den gleichen Namen trägt. Der Park hat insgesamt 70 Kilometer an Spazierwegen zu bieten. Das ist ganz schön lang. Hier liegen auch das neue Palais, das Orangerie und das Schloss Charlottenhof. Alles zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Platz Nummer 8, Schloss Marienburg. Marienburg gilt als eines der bedeutendsten neugotischen Baudenkmäler in Deutschland. Es steht südlich von Hannover, der Hauptstadt Niedersachsens, an einem Flusslauf, weiten Feldern und einem kleinen Wäldchen. Das Schloss wurde 1869 zum Geburtstag der Ehefrau des letzten hannoverschen Königs Georg V. Marie gebaut. Darauf geht der Schlossname. Heute beherbergt das Schloss ein Museum mit prunkvollen Räumen und einer prachtvollen Bibliothek. Das Schloss wird bei regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen genutzt und dient gleichzeitig als beliebte Sehenswürdigkeit. Platz Nummer 9, Schloss Glücksburg. Das berühmte Wahrzeichen der Stadt Glücksburg, das Wasserschloss Glücksburg, zählt zu den bedeutendsten Schlossanlagen in Nordeuropa. Es diente den herzoglichen Linien des Hauses Glücksburg als Stammsitz und war zeitweilige Residenz des dänischen Königshauses. Herzog Johann der Jüngere zu Schleswig-Holstein-Sonderburg ließ es zwischen 1582 und 1587 auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters erbauen. Seinen Namen erhielt das Gebäude nach dem Wahlspruch des Erbauers: Gott gebe Glück mit Frieden. Über dem Eingangsportal des Glücksburger Wasserschlosses finden Besucher diesen Wahlspruch zusammen mit seinem Wappen und der Abkürzung. Glücksburg wird auch als die Wiege der Königshäuser Europas bezeichnet. Johann der Jüngere hatte 22 Kinder, deren Nachkommen in die Königshäuser Englands, Dänemarks, Schwedens, Norwegens, Griechenlands und Russlands eingeheiratet haben. Im Inneren von Schloss Glücksburg findet man prachtvolle Schätze und Zimmer. Die Renaissance-Ausstattung der Räume ist weitgehend erhalten geblieben. Das Schloss ist einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Schleswig-Holsteins. Platz Nummer 10, Burg Eltz. Die bekannte Burg Eltz ist ein Schloss wie aus dem Märchen. Das ist eine gut erhaltene Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert und einer der bekanntesten ihrer Art in Deutschland. Sie thront mitten im Wald auf einem Felsen im Tale des Elzbachs in Eifel und versetzt einen mit ihren Türmen und Erkern zurück in die Zeit der Ritter. Die Ritterburg, die niemals erobert oder zerstört wurde, war ursprünglich ein Geschenk von Kaiser Friedrich Barbarossa an die Adelsfamilie Eltz, die der Burg ihren Namen gibt. Und dieser Familie gehört sie auch heute noch, nach über 850 Jahren und mittlerweile in der 33. Generation. Das Innere birgt einiges an gut erhaltenen mittelalterlichen Schätzen. Der imposante Rittersaal versetzt den Besucher zurück in die Zeit der Ritter und Edelmänner. Die Rüst- und Schatzkammer zeigt kostbare Exponate und zählt zu den bedeutendsten ihrer Art in Europa. Burg Eltz ist das beliebte Ausflugsziel und eins der meist fotografierten Gebäude Deutschlands. Burgen und Schlösser in Deutschland sind prächtige historische Bauwerke von
unermesslicher Schönheit, die zu Legenden und Märchen inspirieren. Sie sind ein Blick in die Vergangenheit und einfach wunderschön. Das war unser Top 10 von Schlössern und Burgen in Deutschland. Und was gefällt euch am besten? Viel Spaß!